Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Vorgeschichte des Heimerziehungsfonds ist von meinen Vorrednern, ich denke, ausreichend dargestellt worden. Da möchte ich jetzt nicht mehr weiter darauf eingehen. Lassen Sie mich allerdings noch einmal fokussieren. Vom Heimerziehungsfonds ausgeschlossen, als Antragstellerinnen und Antragsteller und somit auch als Leistungsempfängerinnen, wurden Menschen mit Behinderung. Das ist mit nichts zu erklären und zu begründen, es sei denn, dass diese Menschen wissentlich und bei vollem Bewusstsein diskriminiert werden sollten. Denn das Ausmaß des durch Gewalt und Missbrauch empfundenen Leids ist unabhängig davon, ob Menschen mit oder ohne Behinderung leben. Daher ist der Beschluss, den wir heute fassen werden, richtig. Damit entstellen wir das erlittene Unrecht, das Menschen mit Behinderung in Einrichtungen für Behinderte, Psychiatrie und auch anderen Heimen erlitten haben, mit dem Leid der ehemaligen Heimkinder gleich. Auch sie sollen Entschädigung in Form von Rentenausgleichszahlungen oder Sachleistung erhalten. Und Nordrhein-Westfalen wird seinen Beitrag hierzu leisten, Herr Burkhardt, da bin ich mir ganz sicher. Aber es reicht nicht, dass Nordrhein-Westfalen dies allein tut, sondern wir müssen es im Verbund mit den Kirchen bundesweit tun und natürlich auch mit dem Bund und mit den anderen Ländern gemeinsam. Ich denke, das wissen Sie auch. Also es reicht nicht, wenn Nordrhein-Westfalen alleine hier steht. Nichtsdestotrotz sind natürlich alle gefordert. Und da, denke ich, sind wir einer Meinung, muss diese Geschichte jetzt auch schnell umgesetzt werden. Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, den Blick noch mal auf die Gesellschaft zu richten, die derartiges Unrecht zulässt. Ich will es noch mal kurz skizzieren. Da kommen Kinder also in eine Einrichtung der öffentlichen Hand oder der Kirche. Mitunter treffen sie dort auf Personal, das sie körperlich, also psychisch und physisch misshandelt oder gar sexuell missbraucht. Als Jugendliche müssen sie schuften bis zum Umfallen ohne Lohn. Heute wissen wir, dass dies keine Einzelfälle waren. Vielmehr geht die Zahl der Opfer in die Tausende. Und die Gesellschaft hat nichts bemerkt, hat nicht entsprechend gegengesteuert. Werfen wir einen Blick in die heutige Zeit. Mehrere Jahrzehnte später, wie ist die Situation da? Menschen werden halbtot geprügelt. Viele schauen zu. Gaffer behindern Rettungsdienste bei ihrer Arbeit. Niemand jagt sie weg. Erst gestern haben wir von den Medien Schlagzeilen präsentiert bekommen. Jeden Tag sterben in Deutschland zwei Kinder. Tot geprügelt, gequält, verdurstet, verhungert. Und wir alle haben nichts bemerkt? Sind wir denn ein Volk von Sinnesgeschädigten? Oder sind wir einfach nur feige und bequem? Was treibt Menschen dazu, andere zu quälen und zu demütigen? Ist es eine eigene repressive Erfahrung oder ist es einfach der Wille, Macht auszuüben und damit sich gut zu fühlen? Tatsächlich erleben wir mit solchen Gewalttaten Auswüchse einer Gesellschaft. Immer noch werden auch bei uns allgemein Unterschiede, Verschiedenheit als gut oder schlecht, schwarz oder weiß beurteilt und bewertet. Menschen werden immer noch an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie werden diskriminiert. Gleichberechtigung, das Miteinander auf Augenhöhe, gelingt doch meist nur lediglich in der eigenen Peer Group. Individualismus, der nur auf Kosten anderer zu eigenem Wohlbefinden führt, ist schädlich für unsere Gesellschaft. Das müssen wir uns doch wirklich vor Augen führen. Und wir entscheiden heute, meine Damen und Herren, einmütig über alle Fraktionen hinweg, und das finde ich wirklich erfreulich, Menschen mit Behinderungen, denen als Kind oder Jugendlichen in Einrichtungen Unrecht geschehen ist, die zu entschädigen. Das ist gut und das ist auch richtig. Damit künftige Generationen nicht ähnliche Entscheidungen treffen müssen, lassen Sie uns ebenso einmütig daran arbeiten, an wirklicher, gleichberechtigter Teilhabe und Selbstbestimmung für alle auf einem Weg in eine wirklich tolerante, offene und auch verantwortungsbewusste Gesellschaft. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit.